Diese Veranstaltung hat ja auch in ihrer Geschichte immer wieder wichtige Schlaglichter auf die politische, ökonomische und die gesellschaftliche Situation von Frauen geworfen. Und in diesem Jahr liegt ihr Schwerpunkt auf den Chancen und den Rahmenbedingungen von politischer Teilhabe. Und deshalb freue ich mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Ich darf heute als Ministerin hier vorne an diesem Platz sitzen und habe sozusagen immer einen guten Blick ins Rund des Landtags und kann deshalb sagen, dass ich auch dieses Haus heute dieses Mottos annehmen sollte: Mehr Frauen in die Parlamente, mehr Frauen in dieses Parlament. Ich denke, wir leben in einer Zeit, die Frauenfrage ist ja keine Frauenfrage mehr, sondern eine gesellschaftliche Frage. Ihr letztes Wort, das Menschenrecht. Hier wollen wir das den Frauen noch weiterhin absprechen. Ich hoffe, dass Sie sich weiterhin bewusst sind, wie brutal die Situation im Iran ist. Wir bitten die Welt weiterhin, die Verhandlungen mit dem unmenschlichen Regime auszuschließen, denn dieses Regime hat uns mehrfach deutlich gezeigt, wer es wirklich ist. Außerdem bitten wir Sie, die islamischen Revolutiongarden, die für die Ermordung tausender von Menschen im Iran und in anderen Ländern verantwortlich sind, auf die europäische Terrorliste zu setzen. Für die Frauen, Leben und Freiheit. Also ich glaube, die demokratische Kultur, die Kultur, die Art, wie wir Sitzungen durchführen, ist auch entscheidend, dass sich Menschen, dass sich Frauen dafür interessieren. Und ich erlebe die Frauen, die bei uns im Beirat sitzen, als Frauen, die sich sehr viel Gedanken machen zu unserer Stadt, zur Stadtpolitik und sich natürlich einbringen wollen und da auch Hintergründe, Fakten, Daten hinterfragen. Und das ist manchmal, kommt es zu kurz in unserer Parlaments- oder in unserer Ratsarbeit. Der Kampf um Gleichberechtigung ist ein bedingungsloser, weil wir nie wissen, ob wir die Früchte unserer Arbeit auch kosten dürfen. Und trotzdem machen wir weiter, nicht für uns, sondern für all die 9-jährigen Mädchen, die in 100 Jahren selbstverständlich die Welt bewegen und sich politisch gesehen fühlen, weil ein Bundestag aus 50% Frauen und 50% Männern besteht. Liberté, Egalité, Parité. Anecken für einen Weg, den wir nicht allein, sondern gemeinsam gehen. Weil Demokratie nur funktioniert, wenn wirklich alle mitreden. Danke. Applaus